Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, heute habe ich hier mir mal unser wunderschönes Puzzletuch umgehangen, einfach so zum Reinkuscheln. Ich glaube, das kennt ihr sogar noch. Das haben wir vor 2 Jahren, glaube ich, zusammen gehäkelt in der Weihnachtszeit mit einem Adventskalender. Aber es ist, ist die Größe. Traumhaft schön und gerade bei dem kalten Wetter. So, aber jetzt erstmal genug davon. Ich habe Päckchen Nummer 2 von Supergarna und das möchte ich mir heute mit euch zusammen anschauen. So, von vielen Sachen, die in dem Karton drin sind, weiß ich, da habe ich nämlich selber gesagt, das möchte ich. Es sind aber auch schon wieder Überraschungen für mich dabei, wo ich noch keine Ahnung habe, was drin ist, weil ich habe nämlich noch nicht reingeschaut. So, hier haben wir etwas, wovon ich weiß, das habe ich mir selber ausgesucht. Das ist wieder für unser Regal, dass wir dann schön arbeiten können jetzt dieses Jahr. Und zur Sammlung der Unigarne. Und ich muss euch sagen, ich bin immer noch nicht durch. Supergarne hat noch so viele schöne Unigarne, die ich gerne noch mit reintun würde. Einfach, dass wir dann ungestört damit arbeiten können. Und immer alle Farben da haben, weil ich bin so eine Person, ich brauche dann nachts um 3 unbedingt dieses Braun und dann habe ich es nicht. Und wo kriegt man es dann her? So habe ich es im Regal und dann habe ich es. Okay, so genug jetzt davon. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die wunderbare Wolle, die heute gekommen ist. Das ist die Aktiv Sport- und Strumpfwolle, vierfach 100 Gramm auf 420 Meter. 75% Schurwolle, 25% Polyamid mit der Farbe 2508. Das ist Taube. Traumhaft schön, schaut mal. Ja, heute mal ein bisschen was Dunkleres, einfach auch damit wir da ein bisschen Farbauswahl haben. So, das lege ich schon mal da oben hin und wir schauen selbstverständlich gleich mal weiter. Und ja, jetzt schaue ich schon ein bisschen rein, dass ich die Wolle für uns paarweise holen kann, weil ich habe nicht gesagt, ich möchte nur einmal, ich wollte gleich immer 2. Ich war da ein wenig verfressen. Hier haben wir ein wunderschönes Zitronengelb. Das ist die Farbe 2520. Und die ist wirklich richtig schön zitronig. Schaut euch mal dieses satte Gelb an. Traumhaft. Und das mit dem kombiniert, unschlagbar. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde unschlagbar schön. So, das wir haben, weil ich hier nicht vorgelesen habe, lese ich es jetzt einfach auf der vor. Die sind aber alle im Prinzip mit demselben ausgestattet. Wir haben die Superwasch-Ausrüstung, Waschmaschinen, waschbar, strapazierfähig, schrumpffrei, farbecht, geschmeidig, kann gearbeitet werden mit der 2,5 bis 3er Nadel. Ich mache es bei mir, weil ich halt sehr locker stricke, die 2er Nadel. Aber traumhaft schön. Also so ein schönes Gelb habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So, ich schaue wieder rein, weil ich will es euch gerne pärchenweise rausholen. Das heißt, ich sehe auch schon die Überraschung und ich muss sagen, hui. Aber erstmal fangen wir hiermit an. So, hier haben wir die Farbe 2506, nennt sich Tabak. Aber auch das so in der Kombination, da war ich mir nämlich nicht ganz schlüssig, wie ich es haben wollte, weil die Kombination ist einfach nur süß. Ist sie einfach wunderschön. So, wir schauen gleich mal weiter. Die Wolle für meinen Pulli reicht jetzt. Aber weil meinem Kind das Lila so gut steht, diese Brombeere, habe ich mir gedacht, ich mache ihr noch eine Mütze.
Also nach den ganzen Päckchen jetzt mit der Brombeere, habe ich jetzt wirklich definitiv genug Wolle für die Brombeere, also für den Pulli. Aber die Farbe steht ja so gut. Und da, ich konnte nicht widerstehen. Wir haben hier nochmal diese Super Merino Extra Fein, 350 Gramm auf 150 Meter, 100% Schurwolle. Die Farbe 24546. Und ja, ich weiß, manche von euch werden jetzt schon grinsen, aber der nächste Winter kommt bestimmt. Ich meine, aus diesem Winter gehen wir so langsam raus, aber der nächste kommt bestimmt und dann bin ich hoffentlich besser vorbereitet als dieses Jahr. Deswegen denke ich jetzt gleich schon an die Mützenplanung. Und in der Farbe, guck mal, da hat man dann den passenden Pulli an und die passende Mütze dazu. Das reicht, denke ich, mal locker. Und wenn nicht, dann bestelle ich nochmal nach. Aber ich denke mal, so 300 Meter dürften für das Mützchen schon reichen. Oder ich mache ein Stirnband draus. Oder wenn ich wirklich merken sollte, gut, das Kind will jetzt keine Mütze mehr, es will jetzt ein Beanie, dann bestelle ich halt nochmal nach. Aber traumhaft schön. Oh, ich liebe diese Brombeere. Und davon haben sie auch noch mehr Farben, wo ich eigentlich gerne auch noch ein bisschen was haben möchte. So, jetzt muss ich schon ein bisschen angeln. Wir holen jetzt erstmal nochmal das, von dem ich weiß, was jetzt nicht meine Überraschung war, die ich jetzt leider schon gesehen habe, aber das macht ja gar nichts. Wir haben hier die Farbe 2515 Kakao. Also ein richtig schönes, kräftiges Braun. Da schaut mal. Ganz toll, kräftig, ganz schön in der Farbwahl. Selbst die zwei zusammen, wunderbar. Aber wir wollen erstmal weitermachen. Sentimental wird es gleich noch. So, von dem Garn, von dem ich nichts wusste. Das ist die. Wow, sind das Farben. Oh, guckt euch mal an, wie es gestrickt aussieht. Da, das sind die Farben. Ich meine, hier haben wir jetzt mal richtig schön gedeckte Farben. Ist natürlich auch mal ganz toll. Wir haben eine achtfädige Sockenwolle hier. 150 Gramm auf 300 Meter. Mit der Farbe 8686. Das ist die Hortensie. Aber eine wirklich wunderschöne Farbe. Richtig toller Farbverlauf und sehr schön gedeckt. Hier haben wir noch was dunkles Grünes dazwischen, was hellgrüneres, Blautöne, Brauntöne. Da. Ich mach's mal so ein bisschen auseinander. Da könnt ihr auch noch mal schauen. Hier haben wir das Dunkelgrün, hier das Hellgrün. Hier haben wir zwei Blautöne nebeneinander. Sehr, sehr schön. Eine sehr schöne gedeckte Farbe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe hier jetzt schon meinen Favoriten. Den nehmen wir aber zum Schluss. Das machen wir nicht jetzt schon. Wir nehmen jetzt erstmal diesen Spott. Das ist auch wieder die Aktiv. Achtfach, 150 Gramm auf 300 Meter. So sieht sie verstrickt aus. Und schaut euch mal die Farben an. Und wenn ich hier schon so schwärme, glaubt ihr nicht, wie ich gleich schwärmen werde. So, das ist die Farbe 8682. Das ist Aster. Wir haben Rot, Orange, Grün, Gelb, Blau. Da schaut mal. So richtig schöne, viele Farben, Wahnsinn. Und auch die Farbübergänge, hier sieht man es gerade mal ganz toll. Die sind richtig schön sanft gesetzt. Traumhaft schön, gefällt mir richtig gut. So, und jetzt gehen wir natürlich ganz schnell zu meinem absoluten Schmeichler, den ich richtig, richtig toll finde. Das ist auch wieder eine Achtfach von Aktiv. 150 Gramm auf 300 Meter. So sieht sie verstrickt aus und schaut mal, wie das leuchtet. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Wir haben hier die Farbe 8684 Hibiskus. Wow, ist die schön.
Und das Schöne ist, ich habe die jetzt gleich zweimal. Ach, ist das toll. Im letzten Paket schon davon geschwärmt und heute habe ich es wieder drin. Ich freue mich. Und das Schöne ist, das hatte ich ja im letzten Paket schon so und ich habe ja schon so von der Farbe geschwärmt und jetzt habe ich sie gleich ein zweites Mal. Ich freue mich super. Oh, das ist so toll. Doch, die Farbe, schaut es euch mal an, wie das leuchtet. Sehr schön. So, meine Lieben, ich habe ja gesagt, jetzt wird es gleich sentimental. Liebes Supergarne-Team, ich möchte mich recht herzlich bei euch für dieses wunderbare halbe Jahr bedanken. Es war richtig schön, mit euch in Kooperation zu sein. Ihr habt wirklich sehr, sehr schöne Wolle. Ihr habt traumhaft schöne Wolle und ich habe das gerne mit euch zusammen gemacht. Schade, dass das halbe Jahr jetzt schon um ist, muss ich wirklich sagen. Solltet ihr noch eine Runde wollen, ich bin dabei. Von den Unis brauche ich definitiv noch welche. Von denen sowas von. Und hier mit den Farben, ihr trefft langsam wirklich immer mehr meinen Geschmack. Ich danke euch wirklich dafür. Also wie gesagt, wollt ihr noch eine Runde? Ich bin da. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ich sage jetzt ganz lieb, recht herzlichen Dank an euch, Supergarne. Und natürlich auch an euch, meine Lieben. Ich weiß, ich habe euch öfters den Mund wässrig gemacht und schmackhaft gemacht. Und ist aber auch kein Wunder, es sind ja wirklich wunderschöne Farben. Ich meine, schaut euch mal allein das hier jetzt schon an. Ja, das ist wieder absolut der Hammer, was hier wieder drin war. Und, ach ja. Also, bevor es noch sentimentaler wird, sage ich jetzt schon mal Tschüss. Bedanke mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Und euch, liebes Supergarne-Team, danke für dieses wunderbare halbe Jahr. Wenn ihr noch mal wollt, ich bin da. Ich bin euer Schäfchen. Also dann, ciao und bis zum nächsten Mal.